Hallo und herzlich willkommen zu Simtastisch. Heute geht's weiter mit der Disney Villain Challenge. Und wie wir ja gerade sehen, ist die gute Coco nicht sehr gut drauf. Ihr fehlt Spaß. Deswegen werden wir jetzt hier einmal Coco bitten, dass sie jetzt hier einfach mit dem Ball spielt. So, und dann schauen wir mal, ob der gute Smith, ja, er wird jetzt hier einfach ein paar grundlegende Sprünge üben. Und dann kann Mel sich jetzt hier einmal um die liebe Coco kümmern. Denn ja, anscheinend möchte sie nicht mit dem Ball spielen. So, dann werden wir jetzt hier einmal ein bisschen Stalltratsch erfahren und werden dann uns jetzt hier einmal ein wenig um, ja, das liebe Pferd kümmern. Denn damit das Spaßbedürfnis ja dann auch sich weiter ausweitet. So, was haben wir hier? Stalltratsch. Ah, okay, wir haben Stalltratsch von der lieben Coco erfahren. So, dann werden wir jetzt hier einmal sie zum Training ermutigen. Dann werden wir jetzt hier einmal auch zu einem intensiven Ritt aufbrechen. Ja, damit die gute Maus eben auch ein wenig mehr gefördert wird. So, Philipp befindet sich jetzt aktuell hier oben und geht gerade auf Toilette. Denn ich habe auch noch seinen Sohn und ja, die Mutter von dem kleinen Markus eingeladen. Die befinden sich jetzt hier aktuell auf unserem Grundstück und wir können sogar das Ganze hier einmal verkaufen. Finde ich richtig, richtig nett von dir, liebe Elena. Danke, dass du das Ganze gekauft hast. So, und dann werden wir natürlich auch hier noch ein bisschen, ja, Kontakt mit unserem Sohn knüpfen und dass Ivy dann auch mal ihren Enkel kennenlernt, werden wir dann auch machen. Und wie wir gerade sehen, ist sie auch gemein zu Elena. Philipp ist hier sehr, sehr erfolgreich. Er hat die Unternehmensfähigkeit erreicht und er hat auch Erziehungslevel 2 freigeschaltet. Und dann werden wir uns jetzt hier einmal den kleinen Markus freundlich oder vielmehr lustig vorstellen. Dann werden wir ihm natürlich den familiären Kuss geben und werden ihn dann auch hier ein wenig trösten. Verflucht! Es wurde nichts gegen den Fluch in der Mieteinheit 2 unternommen. Okay, die Mieteinheit ist gesunken. Das ist schade. Und jetzt muss der kleine Markus auch noch los. Das können wir natürlich so nicht, ja, annehmen. Denn wir müssen uns jetzt trotzdem einmal freundlich bei ihm vorstellen. Habt ihr das gesehen? Er hat sie einfach getreten. Junger Mann, das ist deine Oma und die tritt man nicht. Und schon wieder. Hallo? Also ich glaube, er hat irgendwas gegen uns. Ich weiß nicht, was es ist, aber wir werden uns jetzt hier trotzdem noch einmal freundlich vorstellen. Das hat jetzt funktioniert anscheinend. Dann werden wir jetzt hier natürlich ihm auch noch eine Geschichte erzählen. Und er ist sehr, sehr müde. Dann werden wir ihn wohl einfach gleich nach Hause schicken. Nachdem wir ihm diese lustige Geschichte erzählt haben. Von einer kleinen Krabbe. Und okay, jetzt ist er weg. So, Ivy, dann kümmer du dich bitte noch um deine Bedürfnisse. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen nochmal. Denn schon früh fängt unsere Party an. So, der nächste Morgen hat für die liebe Mel auch schon relativ früh angefangen. Und jetzt macht Mel sich eben auf dem Weg, nochmal hier auf Smith aufzusteigen. Damit die beiden jetzt hier eben ja weiter Sprünge üben können. Damit sie halt gewappnet sind für das nächste Turnier. Wir werden jetzt hier einmal intensiv trainieren. Und dann schauen wir auch mal, wie es den Kindern geht. Okay, Ella ist sehr, sehr müde. Wo ist Ella denn? Hier ist Ella. Ella sollte aber auch schon gegessen haben, wenn ich das richtig sehe. Sie bekommt jetzt hier einen kleinen Tobsuchtanfall. Ich werde das hier mal ganz kurz, ja, hochschieten, dass es ihr nicht ganz so schlecht geht. Damit die kleine Maus, ja, jetzt auch gut in ihren Geburtstag reinstarten kann. Denn der beginnt ja schon um 10. So, dann werden wir Philipp natürlich auch einmal aus dem Bett schmeißen. Philipp müsste nämlich theoretisch sich auch nochmal rasieren. Das kannst du hier machen. Du kannst hier einmal dir selbst Zuspruch geben und dann den Bart auf die bevorzugte Länge rasieren. So, die liebe Kara ist auch schon wach. Sie möchte was essen. Ich würde sagen, ich lasse meine Sims jetzt sich nochmal ein wenig um sich selbst kümmern. Dann kannst du mal schauen, wie es Henrietta geht. Die hat nämlich auch noch großen Hunger, liebe Ivy. Mach das bitte einmal. Dann werden wir jetzt hier einmal noch hier ihr die Windeln wechseln. Und dann werden wir natürlich Henrietta einmal baden. Ich glaube, wir können auch hier die super effiziente Babypflege machen. Ich weiß nicht, ja, ob das auch das Badebedürfnis dann mit einzieht. Schauen wir mal ganz kurz. Nee, leider nicht. Jetzt wird Ivy nochmal angerufen und
Man teilt ihr mit, dass sie es schön finden, dass sie sich mit Kara angefreundet haben. Dann werden wir Henriette jetzt natürlich einmal baden. Und Ivy hatte gerade einen emotionalen Zusammenbruch. Es ist ihr vielleicht alles ein wenig zu viel, weil ja, sie einfach alles alleine stemmen muss. So, und dann werden wir jetzt hier einmal zum Ereignis gehen und werden natürlich dann jetzt hier unsere Sims mitnehmen. Henriette lassen wir nochmal daheim. Und dann würde ich sagen, geht's schon los. So, und wir sind auch wieder hier auf diesem Grundstück angekommen, wo wir ja eben praktisch im letzten Teil Philipps Geburtstag gefeiert haben. Und da es diesmal eigentlich sehr gut geklappt hat mit dem Kochen, wird Mer das auch heute nochmal in die Hand nehmen und wird für ihre kleine Schwester Ella dann nochmal den Geburtstagskuchen backen. So, dann kann Ivy jetzt einmal hier auf die Toilette gehen. Jetzt geht die Geburtstagsparty von der lieben Ella los. Was könnte schöner sein, als am Tag des Geburtstags noch die Windel von dem großen Bruder gewechselt zu bekommen? Finde ich sehr, sehr lustig auf der einen Seite. So, und dann werden wir jetzt hier natürlich einmal hier hingehen, alle. Vielleicht nicht alle zusammen, aber dass wir dann alle hier haben. Mel, bitte du nicht. Du machst jetzt hier einmal bitte ein paar Geburtstagskerzen drauf, bevor jetzt hier jemand anders wieder auf die Idee kommt. Hey, ich könnte mir ja was von dem leckeren Geburtstagskuchen nehmen. Beim letzten Mal konnten wir jetzt hier draufklicken, aber heute anscheinend nicht. Na gut, sei es drum. Philipp möchte mit Maleficent plaudern und möchte sich über Rauferei in der Nachbarschaft beschweren, obwohl Philipp Rauferei in der Nachbarschaft ja liebt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so irgendwie einen negativen Eindruck macht, wenn er dann Rauferei in der Nachbarschaft dann doch sich vornimmt. Deshalb würde ich sagen, wird Ivy jetzt hier einmal hier helfen, die Kerzen auszublasen. Und zwar der lieben Ella White. So, und da ist die kleine Maus. Und sie wird jetzt von ihrer Mama zum Geburtstagskuchen getragen, damit Ella in einen neuen Lebensabschnitt starten kann. Und dann werden wir gleich mal schauen, wie die kleine Maus aussieht. Und da wurde sie schließlich einfach zum Kind und sie trägt aktuell noch eine Papiertüte. Also ist es auch für uns eine Überraschung, wie sie wirklich aussieht. Jetzt ist die Frage, sie hat eigentlich alles mit 1. Ich weiß nicht, ist 1 gut oder ist 1 schlecht? Dann würde ich dann einfach mal sagen, die kleine Ella wird einfach 1000 Sasser, möchte einfach die Pyjama-Party-Löwin werden und sie kriegt am besten jetzt schon mal ein schlechtes Merkmal. Da müssen wir nämlich nicht daran denken, wenn wir das ja dann haben. Was können wir denn als schlechtes Merkmal nehmen? Wir könnten sie vielleicht einfach gemein machen und da ist die gute Ella. Sie steht da in ihren wunderschönen Klamotten und mit ihrer wunderschönen Papiertüte. Und die gute Snow hat es auch mal wieder nicht geschafft, auf dem Geburtstag einzutreffen. Und ich würde sagen, so mysteriös, wie die gute Ella jetzt hier steht, lassen wir die Familie White auch nochmal zurück. Im nächsten Teil werden wir dann definitiv sehen, wie Ella aussieht. Und dann werden wir, glaube ich, auch schon den nächsten Geburtstag feiern. Und zwar von der lieben Henrietta. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss.